Hallo Leute, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Barbecue aus Lichtendorf. Ich wollte mich bei euch bedanken für über 500 Abos, die ihr mir da gelassen habt. Das finde ich echt super. Ich freue mich, dass es euch gefällt. Aber ich wollte heute machen wir mal ein bisschen was Besonderes. Dafür haben wir hier besorgt, beziehungsweise da habe ich das von meiner Oma und meinem Opa bekommen. Das ist ein Freilandhähnchen, hat mit Sicherheit 3,5 Kilo, wenn nicht mehr. Guckt euch diesen Ballermann an. Das sind mal Brüste, wo man richtig was mit machen kann. Das werden wir auf einer Cola-Dose zubereiten. Dazu machen wir uns einen Mozzarella-Chili-Paprika-Salat. Das alles vom Grill. Ja, und ich würde sagen, dann fangen wir jetzt gleich mal an. Hier haben wir das Hähnchen. Vielen Dank nochmal dafür, meine Oma und Opa, dass ich das bekommen habe. Hier habe ich eine Dose Erfrischungsgetränk. Könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Könnt ihr auch eine Bierdose machen. Wir machen es heute von der Cola-Dose. Dann habe ich besorgt 3 Chilischoten, eine rote Paprika, 3-mal ganz normalen Mozzarella. Den Millionärsblock von Klaus nehmen wir. Hier habe ich die Form von Napoleon mit dem Halter für das Hähnchen. Hier brauche ich noch einen großen Teller. Und gleich brauchen wir noch ein bisschen Olivenöl, Pfeffer, Salz. Das muss ich euch nicht alles hinstellen. Den Gockel habe ich abgewaschen und abgetupft. Jetzt ist natürlich alles trocken, damit unser Rub besser hält. Geben wir ein bisschen was von unserem Erfrischungsgetränk mal oben drauf. Und reiben das überall ein bisschen damit ein von beiden Seiten, dass der Rub gleich besser anhaftet. Dann fangen wir mit der Unterseite an. Nehmen wir uns den Millionärsrub hier. Wirklich großzügig aufzutragen erstmal. Schön einreiben. In unsere Öffnung geben wir uns auch noch ein bisschen was von dem Gewürz. Drehen das ein bisschen, schütteln das alles ein bisschen durch, dass sich das überall verteilt. Wirklich unter den Achseln, an den Schenkeln richtig schön einmassieren. So ein bisschen was hier oben drauf. Da geht doch so eine gute Tüte. Das sind jetzt hier die kleinen 100 Gramm Packungen, also gut 100 Gramm Rapp jetzt hier für den Vogel. 3,5 Kilo hat der mit Sicherheit, wenn nicht mehr. Stellen wir uns einmal zur Seite. Dann fangen wir an, dass wir uns unsere Form vorbereiten. Dafür nehme ich jetzt das Erfrischungsgetränk hier. Gieße das hier in diese Form rein. Und dann fangen wir an, und unseren Gockel mal da oben drauf zu setzen. Natürlich mit der Öffnung nach unten. So, wir haben ihn jetzt auf unseren Grill gesetzt. Ich habe links den Brenner und rechts den Brenner auf volle Kraft erstmal an, dass wir einen indirekten Bereich in der Mitte bekommen. Wichtig ist, dass hier oben, wenn ihr ein offenes Hähnchen habt, hier ist jetzt der Hals noch dran und genug Haut, dass ihr da den Deckel reinsteckt, dass der Dampf, der also halt jetzt von eurem Erfrischungsgetränk oder von eurem Bier, was ihr auch immer ihr nehmt, halt nicht entweichen kann, sondern wirklich von innen das Hähnchen nach außen hin gart. Wir werden nachher noch eine Kruste dafür bekommen. Wir gucken, wie es nachher aussieht, aber jetzt lassen wir es erstmal so drauf. Kerntemperatur sollte ab 75 Grad aufwärts betragen in der Brust und im Schenkel. Dann sind wir auf dem richtigen Weg. Jetzt lassen wir es erstmal so, schließen den Deckel und dann kümmern wir uns jetzt gleich um unseren Salat. So, für unseren Salat fangen wir an mit unserer Paprika und unseren 3 Chilischoten. Wichtig ist, dass ihr die Chilischoten einmal einpiekst oder einschneidet. Könnt ihr auch mehrere Male machen. Macht ihr es nicht und ihr grillt sie an, fliegen sie euch um die Ohren, habe ich schon gehabt. Das legen wir jetzt auf den Grill und machen das wirklich, dass es von außen komplett schwarz ist. Und einfach wirklich auf den Grill legen, schmerzfrei und Deckel zu, abwarten, ab und zu drehen, bis wirklich von außen die komplette Haut schwarz ist. In der Zeit, wo unsere Chilis und Paprika angrillen, nehmen wir uns hier jetzt hier so einen Mozzarella und anstatt wir den schneiden, zerreißen wir den mal einfach ein bisschen, dass es ein bisschen rustikaler aussieht.
Einfach mittelgroße, kleine, wie ihr wollt, Stücke. Ihr könnt es auch von mir aus schneiden. Macht, wie ihr möchtet. Und verteilen das schön auf unseren Teller jetzt hier. So sieht das dann aus, wenn ihr es verteilt habt. Schön. Jetzt gehen wir mal zum Grill und gucken mal, was unsere Chilis und Paprika machen. Unsere Chilis sind soweit. Die können wir runternehmen. Sieht ja aus, so müssen die aussehen, wirklich komplett schwarz. Nehmen wir die runter. Die Paprika braucht noch einen Moment. Dann können wir mal wenden. So, jetzt geben wir unsere Frischhaltefolie drüber, dass wir anfangen, den Dampf einzufangen von den heißen Chilis, die wir jetzt hier haben. Dauert jetzt mal so 5 Minuten ungefähr. Seht ihr aber gleich, wenn sich das Kondenswasser gebildet hat, oben an der Folie. Und die lassen wir jetzt einfach mal 5 Minuten beiseite stehen. Ich habe die beiden unteren Brenner jetzt auch nochmal auf kleinste Stufe angemacht, dass wir uns ungefähr bei 200, 210 Grad einpendeln. Und dann lassen wir unseren Gockel einfach mal so vor sich hin blubbern. So, nach 5 Minuten dämpfen, nehmen wir unsere Paprika mal hier raus. Genau so muss sie aussehen. Das versuchen wir. Das Schwarze ein bisschen, ist auf jeden Fall ziemlich heiß abzukriegen. Das kann man im besten Fall eigentlich immer super so, seht ihr, abreißen. Das machen wir jetzt mit der ganzen Paprika. Nicht abwaschen, ganz wichtig, sonst würdet ihr euch nämlich die ganzen Aromastoffe und das, was ihr damit gemacht habt mit dem Angrillen, eigentlich wieder runterspülen. Deswegen wirklich nach Möglichkeit abreißen, abputzen ein bisschen. So, im besten Fall sieht das so aus. Wunderbar. Dass ihr die Membran und die Samen nach Möglichkeit alle raus habt. Wenn ihr das habt, legt ihr euch die einfach hin und schneidet die nach Möglichkeit schön fein auf. So, das geben wir uns jetzt einfach großzügig über unseren zerrissenen Mozzarella. Da sind jetzt die Chili schon mit bei gewesen, die habe ich euch jetzt vorenthalten. Die habe ich gerade schon gemacht. Ich denke mal, es reicht, wenn ich euch zeige, wie es mit der Paprika gewesen ist. Ist nichts anderes gewesen. Darauf geben wir uns jetzt was von unserem grob gemahlenen Pfeffer. Ich nehme die Pfeffersymphonie von Ankerkraut. Ihr könnt auch schwarzen Pfeffer aus der Mühle nehmen oder euch irgendwas mit Stiel und Mörser aufstoßen. Macht, wie ihr wollt. Schön großzügig wirklich darüber verteilen. Dasselbe mit dem Salz. Jetzt habe ich hier noch so ein selbstgemachtes Olivenöl. Habe ich einfach Olivenöl genommen, habe mir ein paar Kräuter, da ist hier Zitronenmelisse drin, ein bisschen Thymian, ein bisschen Salbei. Dann nehmt euch einfach mal hinten normales Olivenöl, macht wie ihr wollt. Da geben wir jetzt schön großzügig was von drüber. Und anstatt Balsamico nehmen wir heute mal eine Zitrone. Eine Hälfte teilen, Hand runter, Kerne auffangen. Und die geben wir uns da auch noch drauf. Ich würde sagen, da reicht schon eine halbe Zitrone. Das war jetzt schon eine ziemlich saftige. So, Freunde, und das stellen wir uns jetzt in den Kühlschrank und lassen das noch ein bisschen durchziehen, bis unser Hähnchen fertig ist. So Leute, ich habe mir jetzt hier ein halbes Glas Orangensaft fertig gemacht und habe da einen Esslöffel Honig reingetan. Ich habe mir gedacht, wir werden unser Hähnchen jetzt mal damit immer schön, sage ich mal, alle Viertelstunde damit einpinseln, dass wir eine richtig geile, knusprige, aromatisierte Haut nochmal damit bekommen. Natürlich von beiden Seiten, also wirklich überall. Einpinseln. So Leute, nach 2 Stunden haben wir unseren Gockel jetzt mal vom Grill genommen. Ich habe ihn halt die ganze Zeit mit der Orangen-Honig-Glasur eingepinselt. Das Glas ist leer geworden. Er ist jetzt fertig. Wir haben eine Kerntemperatur von knapp über 80 Grad in der Brust. Und jetzt wollen wir mal gucken,
ob wir den tranchiert bekommen. Seht ihr das? Och du Heilige, das ist ein bisschen heiß, sage ich euch. Man kann den Flügel so abziehen. Den anderen auch. Seht ihr das? Ich werde den Vogel jetzt tranchieren und euch gleich ein Tellerbild davon da lassen, wenn ich alles aufgeschnitten habe. So Leute, unser Gericht ist fertig. Hier unseren selbstgemachten Salat. Unser Hähnchen, zwei Flügel, zwei Schenkel, zwei dicke Brüste in Tranchen aufgeschnitten mit unserer knusprigen Haut. Guckt euch das rein, wie super saftig das ist. Seht ihr das? Das ist ein Hähnchen von der Cola-Dose jetzt. Jetzt wollen wir natürlich auch probieren. Fangen wir mit unserem Salat an. Nehmen wir ein bisschen schön was, gucken, dass ich alles bekomme. Der alleine ist schon absolutes Gedicht mit diesem milchigen Mozzarella, dieser süßen Paprika und der ganz leichte Chili-Geschmack. Wirklich ganz pikant, super lecker. Kann ich euch nur raten, jetzt probieren wir ein bisschen was von dem Hähnchen. Schneide ich mir ja auch mal ein Stückchen ab. Schon mit Schneiden schon fast nichts mehr zu tun. Hier. Einfach nur wirklich lecker. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben, einen freundlichen Kommentar oder sogar ein Abo da. Macht das nach. Ich fände es super. Und wenn ihr euch ein Hähnchen kauft, kauft euch ein Freilandhähnchen. Vielleicht sogar beim Bauern. Dann kriegt ihr solche Monsterdinger. Der Bockel hatte mit Sicherheit 3,5 Kilo. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, Barbecue aus Lichtendorf.